König hieß Ganamba.
Er herrschte in seiner Familie und als erster über die Phasa. Die Phasa waren stark, sie kämpften jeden Tag und jeden Monat. Wie kam der Kampf ein Ende? Aus dem Kampf wuchs die Stärke der Phasa, wuchs die Stärke.
eines Nachts auf und ging aus dem Hause zu einem alten, weisen Manne, der mehr wusste als andere Leute.
Vasire hörte die Feldhühner. Vasire ging dicht herzu. Vasire ein Feldhuhn saß auf einem Busch. Vasire hörte die jungen die Hühner saßen Vasire ging ganz dicht herzu. Ein Feldhuhn saß auf einem Busch. Die Feldhühner Yeah.
Erschrocken, 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 so oft,
Oh!
Welt. Wir auf Leib wieder drinnen und in diesem Wolzer weiter leben. Kassiere rief seine Wache, Kassiere sagte, hört, meine Söhne, heut ziehen wir in den Kahn. Meine Söhne, die Schläge unser Schwerter sollen nicht verklingen. Hört, meine Söhne, die sollen nicht meine Söhne, für alle Zeit, meine Söhne, Gassire und sein ältester Sohn kämpften als Erste. Gassire und sein ältester Sohn ließen die anderen Helden weit hinter sich. Gassire kämpfte, kämpfte nicht wie ein Mensch. Wie ein Mensch. Schwert, was ihr Schwert, war ihr Stift besser im Kopf. Ich lass mich, das Ego war, der Vater.
Kassiere wurde zornig, Kassiere rief seine Söhne. Kassiere sagte zu seinen Söhnen, hört meine Söhne, morgen ziehen wir in den Hand. Meine Söhne, die Schwerter, unsere Schwerter, sollen nicht verklingen.
sein letzter Sohn. Seine Freunde, seine Frau und seine Doroma zogen in die Wüste. Sie ritten durch die Sahel. Sie aus seinem Innern. Gassire lauscht. Gassire begann zu zittern. Er hörte die Laute singen. Die Laute sang das Darusi. Zum ersten Male verschwunden.